Und wir hören ein Medley von Tangos, gespielt vom Radioorchester aus Paris. Natürlich ist der Abend, an dem die Tänzer ihre große Kür zeigen, ein Abend der Unterhaltung. Deshalb wollen wir uns mit kritischen Bemerkungen verlangen. Und da finde ich es nun nicht sehr ideenreich, dass man sich dann auch für die große Kür noch Tango-Musik auswählt. Das wäre so, als würde man im nächsten Jahr den Starlight Waltz auswählen für die große Kür. Man weiß doch, dass er zu den Pflichttänzen gehört. Dann ist nur die Frage EM oder WM und Olympische Spiele. Na, ich muss sagen, der Tango an sich stört mich eigentlich gar nicht so. Auch diese Musik kann man bei Gott wählen, aber diese Zusammensetzung der Kür war einfach meiner Meinung nach recht einfach und normal. Im Gegensatz die Amerikaner und sogar Gulsby Schamberger haben mir meinen Geschmack nach einfach besser gefallen. Ich weiß nicht,